Schönen guten Nachmittag, meine Meister, Meisterin, und was geht, Krypto-Gang? Neue Woche, neues Spiel, Freunde, neue Motivation, neues Glück. Ich würde sagen, wir machen heute mal ein Q&A, haben wir gestern wieder über Instagram gemacht. Ihr habt ein paar Fragen gestellt, die kicken wir heute schnell durch, Freunde. Großbild nicht mehr activated, und ich würde sagen, wir starten die ganze Geschichte auch ganz schnell nach dem Intro. Wie ihr sagt, Mahlzeit. Ihr wisst ja, wir sind ja nicht so große Fans von großem, sinnlosen Gelaber. Deswegen, Freunde, ich würde sagen, Großbild wieder nicht mehr activated. Lass uns mal schnell mit der ersten Frage starten. Die kommt vom guten Tobi C. Ich kann jeden Monat um die 300 Euro investieren. Was wäre damit dein Plan für mindestens 5 Jahre? Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, oder wie war das? Da war doch was, oder? Also, du hast dir die Frage ja eigentlich schon so gut wie selbst beantwortet, mein lieber Brudi. Diese 300 Euro nimmst du und die investierst du. Das wäre mein Plan. Und ja, ich weiß ja, worauf die Frage jetzt abzielt, ne? Also klar, im besten Fall würde man jetzt eine Antwort erwarten wie, ja, Brudi, nimm die 100 und da rein, 100 da rein, 50 so und 50 so. Aber wie du weißt, Brudi, machen wir das nicht. Ich kann dich höchstens auf knapp 280 Videos, also schätzungsweise, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, auf diesem Kanal verweisen, wo wir locker 100 top geile Projekte vorgestellt haben, wo jeder für sich entscheiden kann, ob er da rein investieren möchte oder nicht, ne? Und in was und in wie weit du dann investierst, also wie du auch dein Budget aufsplittest und aufteilst und so. Und das ist jetzt eigentlich eine generelle Ansage. Das geht jetzt nicht nur an dich, das betrifft eigentlich jeden, ne? Das muss man am Ende ganz alleine für sich entscheiden. Andererseits würdest du eine Anlageberatung als Dienstleistung verlangen und die kostet so in der Regel 5.000 Euro. Also jetzt nicht bei mir, aber ich bin ja auch kein ausgebildeter Bankwirt. Ist ja in Deutschland Gesetz. Du musst mindestens Bankwirt sein, um eine Anlageberatung tätigen zu dürfen. Aber solche Dienstleistungen kosten 5.000, ne? Also alleine die Frage, ja, was soll ich jetzt mit 300 Euro monatlich machen? So was kostet 5.000, also ungelogen, wenn nicht sogar noch mehr. Aber die Research, Due Diligence, eine abschließende Kaufentscheidung, die muss leider irgendwo, müssen wir auch sagen, jeder am Ende mit sich selbst ausmachen, Freunde. Alles andere wäre auch wirklich eine extrem suspekte Art und Weise, mit seinem eigenen Geld umzugehen, oder? Also, finde ich persönlich schon. Andere für mich entscheiden zu lassen, was mit meinem Geld passiert, ist völlig wahnsinnig irgendwie. Deswegen, Brudi, guck dich hier auf dem Kanal um, du findest Infos, du findest Inspiration, aber am Ende entscheidest nur du. Was ich aber sagen kann, investieren. Punkt. Kommen wir zum guten The Real Habub. Man sagt, Shiba kann aufgrund Market Cap niemals auf 1 Dollar. Wie könnte dann XRP auf 100? Also zuerst mal, ich glaube, es gibt mittlerweile über 100 Videos auf YouTube, die diese Market Cap Frage zu XRP eindringlich beantworten. Wieso, weshalb, warum? Ich habe da übrigens auch ein detailreiches Video zu gemacht, warum in dem und dem Auskommen XRP losgelöst von dieser ganzen Krypto-Sache wäre und die Preisbewertung erreicht werden könnte. Aber für dich jetzt mal eben in Kurzform, Brudi. Es geht am Ende des Tages um den Use Case. Was macht das Projekt? Shiba Inu ist ein Meme-Coin und hatte bis zu einem gewissen Punkt oder hat bis zu einem gewissen Punkt keinen intrinsischen Wert. Auch wenn das jetzt einige wieder nicht gerne hören werden. Aber es ist so, denn Shiba Inu ist einfach da. Das Shiba Inu? Machen das jetzt weg, weil viele mal sagen, Woody, du hast doch bestimmt eine Kooperation mit Monster. Leider nicht. Ich habe leider keine Koop mit Monster. Ich warte ja drauf. Warum verstecke ich das? Ich schäme mich dafür nicht. Monster, ich mache immer noch kostenlos Werbung. Ja, Selemi, wo bleibt ihr? Ey, ihr habt keine Ahnung, was die im besten Fall zahlen würden für so einen Scheiß. Ne, ist wirklich übel. Naja, aber wir machen das anders. Das ist jetzt Shiba Inu. Und Shiba Inu ist einfach da. Die sind einfach da. Und ja, ich weiß, die Brudis bei Shiba, die haben sich über die Zeit gedacht, okay, krass, das Teil kommt wirklich gut an bei der Masse und so. Wird irgendwie sehr ernst alles gerade. Lasst uns mal gucken, dass wir Shiba Inu doch zu etwas sinnvollerem ausarbeiten. Und das tun die ja auch, da arbeiten die ja auch dran. Also Shiba Inu bewegt sich momentan oder jetzt schon seit längerem auch weg von dieser, das Teil hat keinen Sinn, Geschichte. Versteht schon, was ich meine. Ist auch eine super Sache, gar keine Frage. Aber es ändert nichts daran, dass Shiba Inu sich wie 16.000 andere Kryptowährungen innerhalb dieser Kryptomarktmauern bewegt und einen Use Case verfolgt, den 10.000 andere auch bieten. Und davon einige um Weiten besser. Da müssen wir jetzt nicht drum rumreden. Das macht Shiba Inu ja nicht schlecht oder wir nennen es jetzt mal beim Namen. Also das macht Shiba Inu jetzt nicht
beschissen, nur weil es 10.000 andere Kryptowährungen gibt, die das ähnlich machen. Also im Prinzip, XRP dient ja einem ganz anderen Zweck und hat mit Krypto eigentlich nicht allzu viel zu tun. Über die ISO-Norm 20022. Im besten Fall so viele Banken und Transaktionen wie möglich abwickeln. Internationaler Zahlungsverkehr. Macht momentan noch SWIFT und viele andere. Aber XRP bzw. das Unternehmen dahinter, also Ripple, hat es mit seiner Technologie XRP darauf abgesehen. Die haben es auf SWIFT abgesehen. Ripple kämpft darum, dass das ganze Gedöns, also die Transaktionsabwicklung von 12.000 Banken, nicht mehr über SWIFT passiert, sondern über XRP. Mhm. Also im besten Fall, und dann haben wir über 12.000 Banken, die täglich Milliarden von Abermilliarden Dollar und Euros und was nicht alles über den Token XRP um die Weltgeschichte jagen. In der Zeit arbeitet Shiba Inu, Großbild Activated, an einem Spiel und an einer Exchange. An einem Spiel und an einer Exchange. Nicht mehr und nicht weniger. Und Shiba Inu lebt im Prinzip nur wegen einem psychologischen Community-Effekt. Wollen wir das abstreiten? Ich weiß, es sind viele Shiba Inu-Fans da und das Teil hat auch seinen Reiz. Es ist ja auch irgendwo was Nostalgisches. Shiba Inu ist so legendemäßig tatsächlich schon, ne? Aber wollen wir jetzt wirklich darüber streiten? Also, psychologischer Community-Effekt, die arbeiten an einem Spiel und die arbeiten an einer dezentralen Exchange, soweit ich das mitbekomme. Ich befasse mich ja jetzt nicht tagtäglich mit Shiba Inu. Wenn da mehr ist, dann klärt mich in den Kommentaren auf. Aber Standpunkt jetzt, wo ihr das Video seht, das ist mein Standpunkt jetzt, vielleicht belehrt ihr mich eines Besseren. Das ist das, was ich weiß. Das machen die. Diese drei Hauptkomponenten verfolgt Shiba Inu. Wollen wir jetzt wirklich darüber diskutieren, dass das nicht innovativ ist? Dass das ganz normales Krypto-ABC ist, was auch ganz, ganz viele andere machen? Ja, oder? Was soll ich euch sagen? Also, Ripple, ISO-Norm, SWIFT, internationale Transaktionsabwicklung, 12.000 Banken, Durchsatz von Milliarden von Dollar täglich. Eines der wichtigsten Kettenglieder in der Finanzwelt und Bankenwelt. Shiba Inu baut ein Spiel, Community Effect, dezentrale Exchange. Das ist der Unterschied, Freunde. Ich hoffe, das hat es relativ gut veranschaulicht. Und wie ihr sagt, einmal aufs i klicken, da findet ihr nochmal ein Video von mir, wo ich etwas genauer, also ein bisschen sehr genau darauf eingehe und erkläre, was die ISO-Norm so ist und warum vor allem XRP sich diese Marktkapitalisierungsfrage nicht zu unterwerfen braucht. Und ich brauche mich meiner Grammatik auch nicht zu unterwerfen anscheinend. Kurz ein paar Sekunden eine andere Sache, Freunde. Das heutige Video wird netterweise wieder gesponsert von Blockpit. Einige von euch kennen Blockpit schon durch einer der letzten Videos und die Resonanz von euch auf dieses Tool war wirklich Bombe. Blockpit ist eine Applikation, mit der ihr detailliert und gezielt eure Kryptosteuer erledigen könnt und das mit ein paar ganz einfachen Mausklicks. Ich selber nutze seit der Kooperation Blockpit, tracke selbst mein Portfolio damit und genau deswegen stehe ich absolut hinter dieser Kooperation und hinter Blockpit. Die Anwendung ist brutal gut. That's it. Das kann man einfach mal pauschalisiert wirklich so sagen. Und die von euch, die es genutzt haben, haben uns dieses Feedback ja auch gegeben, die gesagt haben, Brudi, Blockpit ist wirklich gut. Das ist gut, daran gibt es nichts auszusetzen. Ja, und so ist es auch. Und nicht umsonst, Freunde, ist Blockpit im deutschen Raum einer der Marktführer, wenn es um das Thema Kryptosteuer geht. So einfach, detailliert und benutzerfreundlich findet ihr das meiner Meinung nach nirgendwo. Wer sich Blockpit mal angucken möchte, Freunde, weil er keinen Bock mehr auf Excel-Tabellen oder Knast hat wegen Steuerhinterziehung, kurze Übertreibung am Rande, der kann sich den Spaß mal über den Link, der ganz oben in der Videobeschreibung angepinnt ist, angucken. Über unseren Link bekommt ihr übrigens nochmal einen 10% Rabatt auf das Angebot der Brudis von Blockpit. Machen wir aber weiter mit Krypto-Gedöns, Freunde, kommen wir zum guten Paul Setre oder S-E-T-R-E. Brudi, tut mir leid, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Deine Meinung zu Lossless. Ja, lasst uns mal gucken, Freunde. Also, der Brudi Robin hat ja mal vor etwas längerem ein Video dazu gemacht, glaube ich. Oder ihn zumindest in einem Video etwas ausführlicher und detaillierter erwähnt. Und seitdem wurde ich schon oft gefragt, was ich davon halte. Um ganz ehrlich zu sein, und deswegen weiß ich nicht, wie wichtig und richtig meine Einschätzung jetzt dazu ist, habe ich mich nur ganz oberflächlich und kurz damit befasst. Also, es ist ja im Prinzip easy erklärt. Lossless ist ein Protokoll, das irgendwie dafür gemacht wurde, also es tut mir leid, wenn ich jetzt Bullshit erzähle, für die, die sich mit Lossless auskennen, das ist das, was ich jetzt gerade pauschal weiß. Also nochmal, Lossless ist ein Protokoll,
das irgendwie dafür gemacht wurde, um Hackerangriffe auf Blockchains zu verhindern. Und oder um das halt nachzuverfolgen, wenn so etwas denn passiert. Also um Transaktionen nachzuverfolgen, die können verdächtige Transaktionen einfrieren. Das ist auf jeden Fall das, was mir im Gedächtnis geblieben ist. Ist jetzt, wie ihr sagt, nur ganz oberflächlich, Freunde. Wie ihr sagt, wenig mit befasst. Deswegen, wie die das technisch machen, weiß ich nicht. Und es ist vermutlich furchtbar kompliziert. Aber die Grundidee so an sich alleine, nur das, was ich jetzt erwähnt habe, wahrscheinlich, wenn es auch nur 5% ist, ist natürlich brutal nice. Ist eine geile Sache. Wenn es denn tatsächlich so funktioniert, sollte die Voraussetzung sein. Also, zusammenfassend, wenn Krypto-Projekt XY kann jetzt zu Lossless gehen und sagen, yo, wir wollen euer Protokoll bzw. euren Code auf unser Protokoll einfügen. Das agiert dann sozusagen als Wachmann, Security, als Türsteher von demjenigen Protokoll. Ihr wisst schon, was ich meine, Freunde. Ja, und ist doch cool. Geiler Use Case, aber ziemlich begrenzter Use Case. Das ist das Aber, was ich an der ganzen Sache sehe, wenn wir uns natürlich die Frage stellen, wie viel Wachstumspotenzial hat der? Also für die Moonjäger, Explosion und so, ihr wisst schon. Ich glaube, das ist absolut begrenzt. Ne? Es fokussiert sich halt laut meines Wissens nur darauf, was ich jetzt gerade gesagt habe, es wird wahrscheinlich nicht ganz richtig sein, aber klärt mich in den Kommentaren auf, Freunde. Dieser eine Anwendungsfall, und that's it. Also der Anwendungsfall ist cool und wichtig, gar keine Frage. Aber inwieweit braucht man das? Also wie weit kann man das skalieren, okay? Also viele Krypto-Projekte haben halt auch schon von Haus aus so gewisse Security-Mechanismen, die sowas überwachen und so. Deswegen für mich persönlich ist es wahrscheinlich kein Invest wert. Aber jeder muss natürlich selber gucken, ob er glaubt, dass sowas jetzt eine große und wichtige Zukunft vor sich hat oder eben nicht. Das ist natürlich wieder eine individuelle Frage, Freunde. Aber ich hoffe, das war einigermaßen so die Antwort, die man sich von vor allem von mir, wisst ihr, ich meine, ich bin ja ein bisschen anders, die man sich von mir erhoffen konnte. Machen wir weiter mit dem guten Dead. This is damn. Damn, boy. Woran erkennt man den Boden im Bärenmarkt? Ja. Wenn der Kurs am tiefstmöglichen Punkt angekommen ist. Und das wiederum kann man erst in der Zukunft bestimmen. Ne? Also wenn wir jetzt in 3 Monaten sehen, gut, der tiefste Punkt, an dem wir nehmen Bitcoin, alles dreht sich halt um Bitcoin. Der tiefste Punkt, an dem Bitcoin zu dem und dem Zeitpunkt war, in diesen und diesen Downtrend, war meinetwegen, keine Ahnung, 27.000 oder so. Ja, das war dann der Boden. That's it. Der tiefste Punkt innerhalb einer bestimmten definierten Phase. Und alles, was wir jetzt gerade machen, also so zu versuchen, den Boden in der Zukunft vorher zu bestimmen oder vorher bestimmen zu wollen, ja, ist lediglich Spekulation. Wir versuchen anhand gewisser Indikatoren und mit Parallelen zu vergangenen Zyklen so in etwa zu erahnen, wo der Boden diesmal liegen könnte, nicht kann oder muss, die Betonung liegt auf könnte, wissen wir aber natürlich nie zu 100%, weil das dementsprechend Hellseherei wäre und that's it. Den Boden erkennst du immer nur im Nachhinein, wenn Gras über die Sache gewachsen ist und wir mit der Phase oder mit dem Markt schon wieder ein bisschen weiter sind und man sagen kann, jo, alles klar, also da war der tiefste Punkt. Da war der Boden, bis es wieder signifikant in die andere Richtung ausgeschlagen ist, also der Kurswechsel stattgefunden hat, sozusagen. Kommen wir zum Guten. T-Mans 11. Immer noch der Meinung, QNT wird deine Rente. Also was meine Meinung zu der Geschichte ist, spielt ja auch irgendwo absolut keine Rolle, weil jede Mutmaßung, die wir über Projekt XYZ für die Zukunft anstellen, natürlich nicht mehr und nicht weniger als Wunschdenken ist, oder? Also wir nennen es mal lediglich eine Hoffnung, ein Wunschszenario. Wenn das dann nicht eintritt, Digga, dann bin ich noch in Bitcoin, XRP, Cardano, IOTA, VeChain, in gefühlt 20 andere riesen potenzielle Projekte investiert. Und vor allem, was jetzt QNT betrifft, ne, weil, also das geht ja jetzt gerade steil in der Kryptoszene. Das kriege ich ja auch mit, ganz klar, dass jetzt alle bei den Kursen gerade, die wir alle sogar vorausgesagt haben, also wir haben das, was gerade bei QNT passiert, wir können mal draufklicken, wir haben das vorausgesagt, dass das passiert, sogar noch in viel schlimmerer Form. Wir haben es uns sogar erwünscht. Wir haben uns diese Kurse erwünscht und sogar teilweise noch tiefer. Jetzt bricht die große Panik los. Ne, Quant ist schlecht, Quant schmiert nur ab. Wie konntest du denn so eine Scheiße empfehlen? Ich bin so im Minus wegen dir. Wegen mir? Ah, Brudi. Jeder, der sowas sagt, ne, Großbit Activated, jetzt passt mal bitte kurz auf. Auch gar nicht böse gemeint. Wir stellen einmal was klar. Wegen mir oder wegen Robin oder wegen Dave oder wegen Caro. Wegen wem auch immer bist du gar nichts. Du bist da, wo du bist, wegen dir. So einfach ist die Geschichte nämlich. Und viele erwarten dann
teilweise so eine Art Rechtfertigung oder teilweise sogar Entschuldigung. Also ich soll mich dafür rechtfertigen oder entschuldigen, dass QNT jetzt vom Kurs her da steht, wo sie nun mal stehen. Also jetzt gerade bei 92, 72. Ja, Digga, guess what? Beeinflusse ich den Markt oder was? Bin ich der Überwahl aller Wale, der das Kryptogeschehen lenkt, so wie es ihm passt oder was? Ich meine, wäre geil für uns, wenn ich das wäre, aber bin ich nicht. Ich rechtfertige mich für gar nichts. Er belehrt für gar nichts und ich sag euch auch warum. Wir haben Quant bei einem Kurs von 70 fucking Dollar vorgestellt. Und das ist, die Hardliner werden sich dran erinnern, also die, die jetzt ganz neu da sind, die hören jetzt gespannt zu und denken, okay, was geht ab und bla bla. Die, die länger da sind, die wissen es ja. Das ist ganz lange her. 70 Dollar, da hatten wir QNT vorgestellt. Was ist denn daraufhin passiert? Kurz darauf ist Quant auf 400 Dollar, ich wiederhole, 400 Dollar von 70 auf 400 katapultiert. 7, 14, 21, 28, 35, 42 aufgerundet nach unserem Call hat der einen X6 gemacht und wir reden hier nicht von BMW. Der hat eine Versechsfachung hingelegt. Dass du, also Person XY, nicht den richtigen Ausstieg gefunden hast, liegt doch nicht in meiner Verantwortung. Punkt. Ganz einfach, da gibt's gar nichts zu diskutieren. Ich weiß, da wollen viele drüber diskutieren und sagen, ja, ihr YouTuber, ihr habt eine Verantwortung. Ja, weiß ich, aber das ist nicht meine, das ist nicht meine Verantwortung, dir zu sagen, wann du auszusteigen hast. Auf gar keinen Fall, da bin ich raus. Deswegen, Freunde, bin ich da wirklich furchtbar entspannt und sehe da kein Szenario, für das ich oder irgendwer sonst sich zu entschuldigen hätte. Auch ihr nicht. Auch ihr habt euch für nichts zu entschuldigen. Niemand hat sich hier für irgendwas zu entschuldigen. Mal davon abgesehen, falls euch das beruhigt, dass ich den Ausstieg bei QNT auch nicht gefunden habe. Ich habe zu keinem Zeitpunkt QNT verkauft oder so. Ich bin jetzt gerade bei plus minus 0. Ein bisschen plus. Ich bin jetzt bei plus minus 0 mit QNT, weil mein DCA bei 91 Dollar liegt. Und meine Devise ist definitiv weiterhin, ich stocke das Teil auf bis zum bitteren Ende, Billett. Umso tiefer die Kurse, desto besser für mich. Aber ey, die Betonung, die liegt hier auf mich, desto besser für mich. Und mit mich meine ich auch wirklich mich in Person, wie ich hier sitze. Was ich mache, hat mir keiner gleich zu tun. Da zwingt dich niemand zu. Eigeninitiative, Freunde. Ist doch ganz klar. Wir kennen das doch, wie im Kryptomarkt. Wir stellen vor, wir geben Tipps, wir machen dies, wir machen das. Aber am Ende des Tages sind wir normale Menschen, die hinter der Kamera sitzen. Vergessen einige viel zu oft. Ich bin wie du, Brudi. Ich bin nicht der Krypto-Messias oder Jesus Christus in Person. Ich habe keine hellseherischen Fähigkeiten. Ich mache wie du auch meine Research, bilde mir eine Meinung und ein Bauchgefühl, genau wie jeder andere auch. Nur mit dem Unterschied, dass ich mich dann wie so ein Keck vor die Kamera setze und das preisgebe. Also meine Meinung und mein Bauchgefühl gebe ich dann halt preis. Und dass andere mir zuhören. Und welche Entscheidung der individuelle Mensch dann daraufhin trifft, da bin ich raus. Dazu noch gesagt, Großbild activated jetzt mal eben, weil es ja ein ernstes Thema. Der Content hier, der ist ab 18. Ich habe das nämlich eingestellt in den YouTube-Einstellungen. Niemand unter 18 kann diese Videos hier gucken. Das geht nicht. Der Content ist für Erwachsene. Das heißt, ich setze hier voraus, dass jeder, der diese Videos guckt, mindestens volljährig ist. Ob das dann geistig auch zutrifft mit der Volljährigkeit, also liegt ebenso nicht in meiner Verantwortung. Und Babysitting macht man meines Wissens nicht bei über 18-Jährigen. Erwachsen sein bedeutet auch voll geschäftsfähig sein. Am Ende des Tages sind wir nur YouTuber. Keine Kita, keine Sozialpädagogen, wir sind keine Psychologen, keine Hellseher. Und vor allem sind wir keine fucking Babysitter, Blärt. So, mir ist egal. Ich habe wenigstens die Eier dazu, Klaus zu sprechen, Freunde. Ihr wisst doch, wie ich bin. Ihr kennt mich doch. Mann, wer was zu meckern hat oder wer darüber diskutieren möchte, ich weiß, das ist ein brisantes Thema. Ich will da auch jetzt gar nicht, also jetzt nochmal ehrlich, kurz Real Talk, Großbild wieder activated. Ich will da jetzt auch gar nicht von ablenken, so irgendwie mit Humor oder Sarkasmus das überspielen. Das war wirklich meine ehrliche Meinung, was ich jetzt gesagt habe. Das heißt nicht, dass es die richtige Meinung ist. Also, wenn sich jemand missverstanden fühlt oder angegriffen fühlt beispielsweise und sagt, na Brudi, du machst dir das zu einfach, das mit der Verantwortung, das kannst du nicht wegschieben. Ich habe kein Problem, dass wir uns darüber austauschen, wirklich nicht. Ich möchte das nicht überspielen oder jetzt sagen so, nö, grundprinzipiell, ich habe keine Verantwortung, ist mir egal, macht alle, was ihr wollt und wenn ihr Verluste einfahrt, ich kann nichts dafür. Was ich gerade gesagt habe, wie gesagt, da stehe ich zu, ne, davon weiche ich auch und werde ich auch in Zukunft keinen Zentimeter von wegweichen. Das ist wirklich meine Ansicht der Dinge. Ich bin hier kein Babysitter, Robin nicht, Dave nicht, Caro nicht, Blocktrainer nicht. Wir sind keine fucking Babysitter, Punkt. Und wir haben es hier hinter der Kamera mit erwachsenen Menschen zu tun. Wie weit die geistige Reife auch erwachsen ausgereift ist, das unterliegt nicht unserer Macht. Also da habe ich keinen Einfluss drauf. Ob mir jetzt ein Volltrottel zuguckt und jeden Scheiß macht, den ich
hier präsentiere und für gut empfinde, das ist doch nicht mein Problem, Blatt. Weil ich muss vom besten Szenario ausgehen, okay, na, stimmt nicht ganz, man sollte eigentlich immer vom schlechtesten Szenario ausgehen, habt da schon recht. Aber ich bin ja ein relativ positiver Mensch. Und ich gehe pauschal erstmal davon aus, dass hinter der Kamera mindestens ein 18-Jähriger sitzt, wenn nicht sogar älter. Unser Durchschnitt liegt bei tatsächlich 45 Jahren. Der Durchschnitt auf diesem Kanal der Zuschauer sind 45 und oder älter. Ja, und da gehe ich doch davon aus, dass diese Menschen so eine gewisse Eigenverantwortung mitbringen, ne? Und auch vor allem wissen, wie sie mit ihrem Geld umzugehen haben. Aber jeder, der jetzt sagt, ah, Brudi, ich finde das nicht gut, wie du dich dazu rechtfertigst, weil du machst dir das zu einfach, du schiebst deine Verantwortung weg. Das ist gut. Ich kann diese Ansicht auch irgendwo nachvollziehen. Ich kann das reflektieren, versteht ihr, was ich meine? Ich bin ja auch nicht dumm. Nur da scheiden sich halt die Geister. Wir können meinetwegen, also jeder, der dazu einen Einwand hat und darüber diskutieren möchte, wir können damit hier in den Kommentaren anfangen. Und wenn dieses Thema wirklich größer sein sollte, als ich jetzt erstmal pauschal glaube, das kann ja sein, wenn ich das anhand der Kommentarfrequenz sehe, dass viele Leute der Meinung sind, dass ich mir das zu einfach mache, wegen Verantwortung und so, dann machen wir da, glaube ich, mal so eine gesonderte Rubbe. Wir machen so ein gesondertes Video dazu, dass wir gezielter darauf eingehen und ich mich rechtfertige dazu. Habe ich jetzt erstmal schon mal zum Teil, aber Freunde, aua, das wird zu lang. Wir machen erstmal mit dem Video weiter und die Kommentare. Ich bin gespannt, wie viele darauf reagieren werden. Aber wir machen erstmal weiter. Kommen wir zum guten Keep It MF. Wo siehst du das All-Time High des XRP bis Ende des Jahres? Jetzt müssen wir mal eben schauen, Freunde, ne? Glaskugel. Guck mal, hier, die ist doch sogar im Angebot. Ich finde die schick. Ich finde die schick, Freunde. 14,99, kannst du nicht meckern. Ist noch auf Lager? Machen wir in den Einkaufswagen. Zur Kasse gehen, Glaskugel kaufen, damit wir dem Brudi die Frage beantworten können. Kommen wir zum guten Marcello 2105. Welche Coins jetzt noch kaufen, wenn man nicht 5000, sondern nur 250 oder 500 monatlich hat? Bruder, 5000, um sie in Krypto zu ballern, wäre schon mega wild. Aber ich habe ja auch keine 5000 monatlich, um sie in Krypto zu jagen. Wir machen das einfach pauschal und relativ schnell. Der Betrag ist egal. Wenn du dich dafür entscheidest, dass du in Krypto eine Art Absicherung siehst, in die Zukunft glaubst, dass Krypto dir allgemein das Gefühl, also da gehen wir das auch jetzt nur sehr oberflächlich, Krypto gibt dir allgemein das Gefühl, das macht für mich mehr Sinn, als in Aktien zu investieren und ich möchte mein Geld nicht einfach nur pauschal auf der Sparkasse gammeln haben etc., weil mir die Rendite nicht passt und ich vertraue den Banken nicht etc., Krypto ist mein Ding. Dann ist der Betrag egal, ob du 5000 zur Verfügung hast monatlich, ob du 5000 zur Verfügung hast quartalsweise, ob du 50 nur im Monat hast oder 25, egal, dann investiere. Aber wir hatten so eine ähnliche Frage ja jetzt gerade schon beantwortet und darauf kann ich dich verweisen. Ich kann dir keine Coins nennen, die du mit, du hast jetzt gesagt 250 bis 500, das ist schon eine Stange Geld. Das ist eine Menge Geld monatlich, um sie in Krypto zu ballern. Das ist eine gute Summe, weil wir mit unserer Adaption eben noch nicht mehr ganz am Anfang sind. Das müssen wir ja auch mal sagen, die Adaption geht positiv voran. Aber weil wir eben nicht mehr ganz in den Babyschuhen stecken mit Krypto. Wir sind aber noch wirklich früh genug, ne? Da machen sich viele auch so ein bisschen Sorgen drum. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einem Brudi von euch. Ne, das war eine Schwesti, tut mir leid. Aber Schwesti sind ja auch irgendwo Brudis. Ja, aber das mit den ganzen institutionellen Anlegern, das ist ja jetzt schon voll groß geworden. Und die größten Unternehmen der Welt sind ja jetzt schon in Krypto drin. Glaubst du wirklich, dass die Adaption nicht schon ziemlich weit vorangeschritten ist und da gar nicht mehr so viel Potenzial nach oben geht? Und da habe ich dann das erste Mal so über die Frage nachgedacht und dachte, irgendwie stimmt das. Das ist ein kluger Ansatz. Da habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Aber trotzdem bin ich Standpunkt heute davon überzeugt, dass wir noch so gut wie ganz am Anfang stecken, weil auch eben noch nicht viel, es herrscht noch unfassbar viel Unklarheit bezüglich Regularien und so. Und die müssen her. Wir hatten da letztens drüber gesprochen, vor allem Thema NFTs etc., Yield Farming und Staking, wie macht man das mit den Steuern etc. Gucken, dass man da irgendwo einheitliche Regeln findet, damit auch viele Anleger aus dem Aktienbereich und so die Sicherheitsaspekte erfüllt sehen in Krypto, um rüberzukommen, damit wirklich, sagen wir jetzt mal, die große Kohle in Krypto rüberschwappt. Und die glauben, eine Marktkapitalisierung von 1 Billion beispielsweise bei Bitcoin, die wir jetzt gerade nicht fahren, aber die wir in der Vergangenheit schon gefahren haben, dass das viel sei, die täuschen sich, das ist sehr wenig.
wenn ihr euch mal den DAX anguckt oder Dow Jones und etc., was so in den größten Aktien an Kohle drin steckt, das ist ein Fliegenschiss, Freunde. Und unsere Aufgabe mit Krypto ist, dass wir diese Leute nach und nach davon überzeugen, auch in Krypto rüberzukommen oder sogar komplett auf Krypto umzuswappen, um die Adaption weiter voranzutreiben, dass wirklich massives Kapital und Liquidität in diesem Markt verfügbar ist, was sie bis heute einfach noch nicht ist. Das sind wirklich Peanuts, die hier investiert werden. Auch die ganz großen Wale und, pardon, institutionellen Anleger, die investieren Peanuts in diesem Markt. Pardon. Genau, das wollte ich einmal sagen. Und jetzt nochmal zurück zu deiner Frage. Da verweise ich dich, wie gesagt, auf diesen Kanal. Ich glaube, es sind um die 280 Videos, wo einige Videos dabei sind, wo wir wirklich coole, neue, kleine, große, bekannte, was auch immer. Wir präsentieren hier ein paar coole Projekte. Die kannst du dir angucken. Klick dich mal durch den Kanal. Da haben wir beide was von. Erstens, du dribbelst damit den Algo, ne, weil die Videos werden geklickt. Das ist gut für mich und gut für dich, weil du hoffentlich ein bisschen Mehrwert mitnehmen kannst. Und das geht natürlich raus an alle Freunde. Informiert euch immer unabhängig von YouTube-Videos. Das geht jetzt nicht nur um meine Videos, das geht um jedes YouTube-Video, was ihr zum Thema Krypto seht. Seht das als eine Inspiration, als beispielsweise Tipp, leichter Wegweiser. Aber am Ende, die Research, die muss man wirklich auch selber nochmal betreiben, um wirklich sicher zu gehen, möchte ich denn wirklich mein Geld da reinstecken? Denn die Gefahr im Kryptomarkt ist immer da, dass dieses Geld irgendwann weg ist. Und wer das nicht möchte, wer dieses Risiko gar nicht eingehen will, der ist bei Bitcoin sehr gut aufgehoben. Und das sage ich jetzt auch als nicht BTC-Maxi, sondern XRP-Maxi. Mir ist sehr wohl bewusst, dass XRP ein viel risikobehafteteres Invest ist als Bitcoin. Und um Bitcoin kommt keiner drumherum, der ein vernünftiges Portfolio aufbauen möchte. Und ich denke, das ist das Wort zum Montag, Freunde. Morgen ist Dienstag. Ihr wisst, was das bedeutet. Großbild activated. Morgen machen wir wieder eine Chartanalyse mit dem lieben Flo. Gucken wir uns den Markt an. Was geht jetzt gerade ab? Ist eine hitzige Phase, Freunde. Wochenausblick, Chartanalyse mit Flo. Eine gute, schöne alte TA. Und dann würde ich sagen, alle, die neu da sind, gerne einmal unten abonnieren. Teil der Krypto-Gang werden. Ich hoffe, ich habe eure Fragen halbwegs zufriedenstellend beantwortet. Die länger da sind, die kennen das. Der Algo wird gedribbelt oder auch ein bisschen liebkust. Die Sache ist wie ein Spiegel. Wir sehen uns morgen. Aber morgen früh tatsächlich schon 8 Uhr Chartanalyse mit Flo. Ne, sogar noch früher. 7 Uhr machen wir, Freunde, damit es noch aktuell ist. Wir sehen uns. Rein, auf eine Sende, ich fühl mich entspannt. Pick auf ein Browner, ich hab keine Angst. Bin mit den Rollers, weil niemand verstummt. Zwei Teile, bald bin ich bekannt. Mein Baby hat Birthday und sie will Love. Sie will nur Liebe, doch ich geb ihr mehr. Tränen, sie fließen und bilden ein Meer. Drei für eine Flasche, ich trinke sie leer. Auf eine Sende, ich fühl mich entspannt. Pick auf ein Browner, ich hab keine Angst. Bin mit den Rollers, weil niemand verstummt. Zwei Teile, bald bin ich bekannt. Mein Baby hat Birthday und sie will Love. Sie will nur Liebe, doch ich geb ihr mehr. Tränen, sie fließen und bilden ein Meer. Drei für eine Flasche, ich trinke sie leer.